Achtung, das Video hat einen wissenschaftlichen Zweck. Handlungen im Video bitte nicht nachmachen, weil das gefährlich ist. Wir sind Profis und testen im Sinne der Bildung. Hallo Leute und willkommen bei Timon. Euch hat das Video, wo wir Lava auf das Eisblock gegossen haben, sehr gefallen. War aber auch cool. Viele von euch haben mir auf Insta geschrieben, ich soll Lava auf einen Ballon gießen. Früher habe ich die Riesenballons mit einem Laser zerstört. Auch mal mein Hof unter Wasser gesetzt. Ich habe wieder Riesenballons besorgt. Aqualinos stehen auch bereit. Wir werden ihn mit Wasser füllen und Lava drauf gießen. Ach ja, wenn sich Wasser im Ballon befindet, dann schafft der Laser ihn nicht zu zerstören, da Wasser den Laserstrahl abkühlt, obwohl der Laser richtig stark ist. Ich bin gespannt, ob Lava das schafft. Wenn ihr Ideen habt, auf was ich Lava noch gießen soll, könnt ihr mir gerne schreiben, auch auf Insta. Lasst uns als erstes die Aqualinos im Ballon füllen. Jetzt müssen wir auch unseren Wasserschlauch befestigen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Wassermarsch! Jemand wollte, dass ich eine Actioncam in Ballon stecke. Wunderschön diese Bilder. Das Blöde ist, die Kamera platzt immer wieder die Ballons. Wir mussten wieder alles aufräumen. Die Aqualinos verschwinden regelrecht. Das ist kein Spaß, es ist wahr. So Leute, das Kupfer schmilzt schon im Ofen, unsere Lava ist fast fertig. Unser Ballon ist riesig. Ich hoffe, der platzt nicht mehr. Lasst uns anfangen, Schutzkleidung an und los geht's! Wow, alles nass, samt meine Schuhe. Das Coolste war aber, wie Lava in Slow-Mo in das Ballon eingedrungen ist. Das sind die coolsten Aufnahmen, Leute. Schaut euch an, wie Lava jetzt aussieht. Es sieht aus wie kleine Goldnuggets. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Liked, wenn es so ist, weil nur durch Likes sehe ich, ob es euch gefällt. Teilt das Video mit euren Freunden, abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen. Und bis bald!